Soll ich ehrlich zu dir sein? Ich habe keinen Tipp für dich. Ganz im Gegenteil, ich habe einen Schlüssel für dich, den ich dir gerne mit auf den Weg geben würde. Glaub mir, du wirst von mir keine Motivation bekommen. Du wirst auch von niemandem anderen Motivation bekommen. Die einzige Motivation in deinem Leben, die du brauchst, bist du selbst. Weil sonst wirst du es niemals durchziehen können. Klar, würde ich mal ein Video, wenn du was siehst, mal für den einen oder anderen Tag motivieren. Steht außer Frage. Aber weißt du, du musst, wenn du wirklich etwas ändern willst, geht das nicht von heute auf morgen. Das ist ein ewig langer Prozess teilweise. Und dementsprechend muss diese einzige Motivation, die du brauchst, von dir selbst kommen. Weißt du, ich habe unzählige Diäten angefangen und auch teilweise mal ein, zwei Monate durchgezogen. Aber bin ich nie zu dem Erfolg gekommen, den ich gerne hätte. Ich meine, sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen. Ganz klar, aber weißt du, warum es diesmal anders ist? Es hat hier oben, hier hat's Klick gemacht. Ich hatte so viel Zeit alleine mit mir selbst und habe einfach tagelang einfach nur in meinem Kopf verbracht. So dumm sich das anhört. Aber ich habe angefangen, in mir selbst aufzuräumen. Ich habe angefangen zu verstehen, dass ich der Schlüssel bin, um alles ändern zu können. Deswegen, wenn du wirklich etwas ändern willst und wenn du Motivation schöpfen willst, schöpf sie aus dir selbst. Geh in dich rein und fang an aufzuräumen und werd dir darüber klar, was du wirklich willst. Dann wirst du es langfristig auch schaffen. Weil sonst wird dir niemand Motivation geben können. Klar wird es auf deinem Weg irgendwelche Menschen geben oder auch Freunde, Familie, die dir sagen, hey, du machst das super, du siehst die ersten Erfolge. Da wirst du Motivation rausschöpfen. Auf jeden Fall. Aber um es dann auch wieder weiter durchzuziehen, um wirklich diesen konstanten Prozess, der eben stattfinden muss, durchzuziehen, musst du dir die einzige Motivation sein, die in deinem Leben wichtig ist. Weil dann wirst du es schaffen.